Das kann nicht stehen und liegen. Und heilte den Wolf bereit. Er wird den Träumen fliegen. Und er sich Drachen zeigt. Drachen zeigt. Nix da. Heute heißt es mal wieder 4 gegen Arktos. Und somit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe einer fantastischen Familienshow mit einem wundervollen Publikum. Vielen Dank, vielen Dank. Heute heißt es nämlich wieder kräftig, kräftig Daumen drücken, denn eine vierköpfige Familie, die tritt heute an, um ihn herauszufordern. Arktos. Yeah. Und das ist der Junior-Teamchef der Herausfordererfamilie, Jan Strate aus Adolfzell. Wir werden alles geben, Arktos. Zieh dich warm an. Ich soll mich warm anziehen? Ja. Das werden wir sehen, du Fupsbacke. Denn deine Leute sehen im Moment nicht gerade wie Sieger aus. Kontrollzentrum, Aktivierung vom Starterspiel. Und hier ist der Rest von Jans Team. Die Freunde Sven und Klaus und die blonde Frau, deren hübsches Gesicht jetzt leider durch eine Möhre verunstaltet ist. Die Mutter der Company. Hallo Heike. Heike, warum will eine so schöne Frau wie du sich diesen hässlichen Strapazen aussetzen? Ich kann's nicht heiß genug haben. Oho, da haben wir eine heiße Mutter im Stall. Na dann mal los. Eure Spielregeln lauten 60 Sekunden und damit müsst ihr mit den Arktos-Spezialmöhren auf die Ballons einhacken. Sind vor Ablauf der Zeit alle kaputt? Seid ihr Gewinner dieser Runde? Publikum, gebt mir einen Countdown. 3, 2, 1, go! Oh, holla, 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 die Malfee. Sven hackt wie ein Buntspecht. Auch Klaus ist gut dabei. Was macht Heike? Wie sieht's bei Heike drüben aus? Oh, 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 die Mutter gibt ja richtig Vollgas. Ihr habt noch eine halbe Minute. Himmel auch mal. Ja, der Buntspecht Sven, er hackt und hackt wie ein Wilder. Der Mann gibt alles. Er will es. Schaffen Sie es, der Counter läuft. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nein! Kommst du her? Nein! Boah! Boah! Hammer! Das war der absolute Hammer! Das kommt ist einmal raus aus dem Käfig. Ihr könnt die Nasen ausziehen. Stellt euch nämlich noch mal kurz vor. Einen dicken Applaus für Heike, für den Klaus und für den Sven. Yeah. So, kommt einmal mit mir mit. Die Pillen könnt ihr wieder ausziehen. Also diese Nasen, genau, Nasen einmal abnehmen. Die könnt ihr mir geben. Wir gehen einmal rüber hier zum Sofa, da setzen wir uns hin. Okay. Boah. Ich habe bestimmt noch die Ohrenstöpsel irgendwie in den Ohren. Ja, ich könnte hier alle reinwerfen. Die Mutter hat sie in sich mit ihren Leuten. Einmal, Klaus gibt mir auch gerade hier den, genau. Ja. Sven, einmal auch hier rüber, setz dich irgendwo, wo es dir genehm ist. Oh. Mann, das war aber wirklich in letzter Sekunde. Meine Güte, da habt ihr richtig spannend gemacht. Ich glaube, ich kann nicht glauben. Ja, du bist Teamchef. Ja. Stell uns doch noch mal gerade die Familienmitglieder vor, die du mitgebracht hast. Ja, das ist der Sven. Den kenne ich aus dem Jugendhaus. Das ist der Klaus. Das ist ein guter Freund. Ja, und das ist die Mama. Mama Heike. Genau. Ja, und deine Aufgabe wird es sein, wir spielen einige Spiele heute noch, und zwar vor jedem Spiel ganz genau zu entscheiden, wer der Beste, die Beste sein sollte für dieses Spiel. Also die Teamchef-Aufgabe ist definitiv eine ganz, ganz wichtige. Ja. Und darüber hinaus geht es natürlich heute auch ein bisschen um Kohle, ne? Klar. Die ihr hoffentlich gewinnen wollt. Ich wünsche euch es sehr. Was ihr da tun müsst, um an diese Kohle ranzukommen, das schauen wir uns jetzt an. Das ist der Hauptgewinn aus meinem Tresor. 2.500 Euro in bar. Tja,
In jeder Spielrunde kann die Familie eine bestimmte Anzahl an Sekunden gewinnen, die sie dann für das abschließende Arktos-Superspiel einsetzen kann. Und dort ist jede Sekunde mehr ein echter Gewinn. Denn auf dem Weg über das Eisschollenfeld lauern Hindernisse, meine Quelixe. Zum Beispiel Stroboschocker. Oder Weg Fatal. Hier wird der Weg von hinten nach vorne gezeigt. Dann habe ich Discoflacker. Bodennebel, Supersmog. Und mein absoluter Liebling, Schneeattacke. Das ist schon ziemlich derb und ziemlich fies, oder? Also 5 Quelix hat Arktos für das Finale vorbereitet. Ihr könnt aber später in der Show in dann 3 Spielrunden 3 Quelixe wegspielen. Und wie gesagt, es geht darum, so viele Sekunden wie möglich zusammenzuspielen für das Finalspiel. Wir schauen uns jetzt auch erst noch mal die bösen Aufgaben an, würde ich vorschlagen, die ja sehr lustig waren, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und sage, bitte, her mit den bösen Aufgaben von Familie Strate. Der Familie Strate hat Arktos besonders böse Aufgaben auferlegt. So mussten sie direkt in der ersten Aufgabe erfahren, dass Schokoküsse nicht nur süß sind. Ihre Aufgabe war es, blind geworfene Schokoküsse mit dem Gesicht oder mit dem Mund zu fangen. Doch leider schaffte es nur Jans Freund Sven. Somit war bereits die erste Aufgabe verloren. Weiter ging es mit einer wirklich gemeinen, stille Postaufgabe. Renate Schlaputnik. Wohnt in der Kowalski-Straße. Oh, kompliziertere Wörter hätte sich Arktos echt nicht ausdenken können. Renate Schlaputnik wohnt in der Kowalski-Straße 13. 3 Rosen. Trotz wirklich lustigen Improvisationsversuchen konnte die Familie auch bei dieser Aufgabe leider keine Bonussekunden gut machen. In der letzten Aufgabe hat das Team aber nochmal richtig Gas gegeben. Nur mit Hilfe von Getränkekisten mussten sie eine Strecke von 7 Metern überwinden, ohne dabei den Boden zu berühren. Mit Teamgeist und einer großen Portion Balance haben sie es aber schließlich geschafft, sich 5 Bonussekunden für das Arktos Superspiel zu sichern. Das war aber auch der Hammer, oder? Nochmal ganz ehrlich. Also lass uns nochmal kurz über diese Schokokussnummer, die erste Aufgabe, sprechen. Das war doch total schwer, oder Heike? Ja klar, weil die Dinger, die waren beinhart. Man denkt ja normalerweise, wenn so ein Schokokuss geflogen kommt, dann bleibt er hier vielleicht kleben oder so. Ja, nichts. Der war bombenhart, der prallte ständig ab. Ich hatte einen in den Haaren, aber er prallte ab. Ich hatte mindestens 3 im Gesicht. Buck, weg waren sie. Also, aber der Sven, der hat ja dann irgendwie die Ehre gerettet. Immerhin, genau. Einen hat er gefangen. Richtig. Also, es war schon echt heftig. Klaus, ganz ehrlich, lass uns zur zweiten Aufgabe übergehen. Die lustige Wortkette mit der sogenannten Renate Schlaputnik. Was hast du gedacht, als Renate anfing? Renate anfing, genau. Richtig, Heike anfing. Als Heike mit Renate. Renate anfing. Ja, da habe ich gedacht, die Renate Schlaputnik hat ja einen wunderbaren Nachnamen. Aber damit war dann auch der Blackout eingeleitet, weil... Ob das jetzt 3 rote Rosen in gelb, grün oder blau waren oder 3... Das war schon fies, oder? Richtig fies. Das. Okay, es war aber sehr unterhaltsam und wir haben alle sehr gelacht. Am Ende auf jeden Fall. Gut, wir blicken jetzt mal, und der ist ja auch sehr, sehr erfreulich, auf den ersten Zwischenstand. Aus diesen bösen Aufgaben nehmen wir nämlich 5 Sekunden mit. Eine Aufgabe habt ihr gewonnen und vor allen Dingen habt ihr das Starterspiel gerade eben gewonnen. Sind nochmal 15 Sekunden obendrauf. Das macht einen ersten Zeitstand von 15 Sekunden. Okay. Ja? Super. Also 10 Sekunden gab es in meinem Startspiel, bloß die 5 Sekunden sind 15. Ja, genau, mein Täubchen. Da gab es nämlich nur 10 Sekunden zu gewinnen beim Starterspiel. Ach, ja, sie ist so gut aufgeregt wegen mir. Besser. Ja, danke. Ich heiße Arktos. Bevor das hier zum Kaffeekränzchen ausartet, schlage ich vor, wir machen das nächste Spiel. Jan, dazu brauche ich einen mit viel Kraft und Ausdauer in den Armen und eine zweite Person mit einem schnellen Köpfchen. Entscheide dich. Der Starke ist mit Sicherheit der Klaus. Ja. Meinst du ehrlich, ja? Und das helle Köpfchen hat die Mama. Die hübsche Mama. Na, kommt mal her zu mir. Und ich sag, was hier abgeht. Auf dem Monitor hier werde ich euch gleich Dinge zeigen, die es zu schätzen gibt. Die Fragen dazu stehen auf diesen Karten hier, die du, mein Täubchen, Simone, vorlesen und kontrollieren musst.
Hi, Captain. Heike, dein Job ist es dann, durch Fragen an Simone den ganz genauen Wert von den Objekten rauszufinden. Also wie groß, schwer, teuer, länger, breiter und so weiter. Simone darf aber immer nur mit Ja oder Nein antworten. Schaffst du es innerhalb der Zeit, die genauen Werte rauszukriegen von drei Objekten, bekommt ihr 15 Sekunden. Jetzt kommt mein Haken an der Sache. Du darfst immer nur so lange raten, bis der Klaus hier diesen schweren Getränkekasten gerade mit ausgestreckten Armen vor sich hält. Kann ich den noch eben leer trinken? Nein, den trinkst du nicht leer. Die nimmst du nämlich jetzt gleich in die Arme, hältst es gerade. Und die untere Kante vom Getränkekasten muss über diesen Höhenbegrenzungspfeil liegen. Wenn du drunter kommst und schwächelst, Klaus, gibt's eine Pause. Heike darf nicht raten. Du darfst nur einmal den Kasten absetzen. Du sagst dann einfach, wenn du wieder fit bist, und Heike macht weiter. Alles klar? Also, nochmal durchatmen, Onkel Klaus. Alles bereit machen. Ich starte das Spiel. Publikum, der Countdown. 3, 2, 1, go! Heike, wie teuer ist derzeit 1 Gramm Feingold? Weniger als 1000? Ja. Mehr als 500? Nein. Die Arme ausstrecken. Weniger als 200? Ja. Weniger als 100? Denk an das Gramm. Ja, auf jeden Fall weniger als 100. Mehr als 50? Nein. Weniger als 30? Nein. Mehr als 35? Nein. Weniger als 20? Weniger als 33, Entschuldigung. Nein. Mehr als 34? Ja. Mehr als 34,50? Ja. Mehr als 34,70? Ja. Mehr als 34,80? Nein. Mehr als 34,75? Mehr als ja. Na? Weniger als 34, 76. Nein. Heike, nicht schwach werden. Weniger als 34, 60. Nein. Scheiße, ich hab's verrissen. Weniger als... Was? 34, 62? Nein. Na Klaus, geht's gut. Mehr als 34, 63? Nein. 34, 61? Mehr oder weniger? Genau. Nein. Weniger als 34... 59. Nein. Gerade halten die Arme, Klaus. Ja, wollen wir die nächste nochmal probieren? Ja. Okay. Ja, aus, wie viele Stufen? Stopp, kurze Pause. Komm wieder hoch. Schaffst du es, Klaus? Gib mir eine Pause, der Mann kann nicht mehr. Einmal kurz Arme ausschütteln. Glaub an dich, Klaus. Glaub an dich. Also. Und weiter. Okay, hier kommt die nächste Frage. Wie viele Stufen sind es bis zur Aussichtsplattform im Kölner Dom? Wie viele Stufen? Mehr als 200? Ja. Mehr als 250? Ja. Mehr als 280? Ja. Mehr als 350? Ja. Mehr als 400? Ja. Mehr als 500? Ja. Mehr als 800? Nein. Mehr als 600? Nein. Mehr als 550? Nein. Oh, mehr als... So! Jetzt darf der Dicke sich auch freuen. Kommt zu mir. Klaus! Einen kräftigen Applaus, Mensch, bitte. Klaus! Heike und für Klaus! Mit! Klaus kann seine Arme nicht mehr bewegen, glaube ich. Da kriegt er zum Sofa... Oh mein Gott, das war aber auch. Oh, also, nee. Klaus, berichte doch mal. Woran lag's? An mir? Ich würde auch sagen, hat einfach nur zu lang gedauert. Ansonsten wäre, ja. Die Kiste an sich ist ja nicht schwer. Das ist, dauert nur. Okay, ist klar. Und lass mal fühlen. Die wird schon schwerer, je nach Zeit. Schreck mal aus. Zitterst du noch? Geht, oder? Ja. Es geht. Heike. Okay. Was war los? Es war schwer.
Ja, ne? Ich kann das nicht. Ich bin kein Zahlenmensch. Ich weiß nicht, mein Sohn hat mich da völlig falsch eingeschätzt. Also, nein. Also, die Matheaufgaben zu Hause, die kriege ich noch hin. Ja, damit spekuliert er aber auf eine Taschengelderhöhung. Verstehst du? Jetzt kommt's. Ja, das ist dann natürlich dann zu Schwäche dann zu nutzen. Ne? Du meinst, das Schwäche positiv zu nutzen. Für sich, ja, okay. Das mag es sein. Sorry, ich merke hier gerade, irgendwie wird es hier so ein bisschen unruhig. Ja, so, ja. Ich habe schon wieder das Gefühl, irgendwie passiert hier was. Oder? Das kann nicht richtig sein. Ja, meine Frau. Unsere Bühnenassistenten treffen die letzten Vorbereitungen für das Drei-Scheiben-Spiel. Sie machen das mit konzentrierter und vor allem ernster Miene. Warum so ernst, fragt sich da sicher einer. Nun, vielleicht liegt es an meinem Stundenlohn von 2,50 Euro. Egal. Drei Spieler werden gleich auf diesen Scheiben in Rückenlage sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in unterschiedliche Richtungen drehen. Die Aufgabe besteht darin, in 90 Sekunden 7 Arctos-Bälle vom Startpunkt aus über die drei Scheiben zu bringen, mittels Werfen und Fangen und sie dann in diesen Zielbehälter zu befördern. So, ihr Lieben, schafft ihr das, bekommt ihr 15 Sekunden für euer Zeitkonto. Jan, entscheide nun. Ich brauche 3 Leute auf den Scheiben und einen Werfer. Der Klaus ist der Werfer. Klaus wirft. Ja. Oh, Klaus, komm her. Der Getränkekisten-Klaus. Klaus guckt ganz böse. Wolltest du das so? Ja, das ist die richtige Entscheidung. Gut. Du, nee, Moment, stopp mal, Arctos. Ich glaube, wir müssen das gerade noch mal ändern. Jan, du meintest Werfer im Sinne von Werfer genau. Da rein in das Netz. Ja. Ach so. Zurück, Maschmasch. Nee, dann komm wieder zu uns. Wer soll vorne werfen, quasi den ersten Ball? Sven. Der Sven, okay. Der Angeber. Der Angeber. Der Rastaman. Rastaman kommt zu mir. Einen Applaus für Sven. So, und die anderen drei? Und die anderen die auf die Scheiben. Los, los, Scheiben, los. Bitte. Hopp, hopp, hopp. Keine Zeit verlieren. Jetzt wird's lustig. Jetzt geht's rund. Reggie Sven ist auch fertig. Ja. Gut. Dann starten wir die ganze Kiste mal. Publikum, der Countdown. 3, 2, 1. Go! Oh, den falsch rum. Und viel zu schnell. Heike? Weiter, schneller. Die nächsten Bälle. Wer ist falsch? Ja. Jawohl. So, Klaus. Ja. Nix dabei? Ja. Hans. 7 ja. Bälle müssen drin. Ja. Oh. Und direkt nächsten. 7 braucht ihr. Heike. Einen habt ihr. Dann. Ja. Ah, nee. Heike. Noch 60 Sekunden. Schön ruhig, ruhig, ruhig. Ne? Und. Ah! Schade. Noch 45 Sekunden. Achtung, komm, Klaus. Ja! Und los. Heike. Wie viele Bälle sind jetzt schon drin, Simone? 4. Oh. Wir haben bei 30 Sekunden. Jetzt müsst ihr nochmal Gas geben. Auf geht's im Publikum. Volle Mann! Sekunden bleiben euch noch. Komm, Klaus, komm, Klaus. Das schaffst du, konzentrier dich. Ja. Nein! Oh, nee. Ja, ihr seid so super, ehrlich. Klasse, klasse, klasse. Oh, nee. Oh, Kinder, das war doch kein Spaß so. Ja. Und, seid ihr wieder klar? Seid ihr wieder okay? Da kommt einmal hoch und kommt zu mir. Und ich bitte noch mal um einen kräftigen Applaus. Super, klasse, Jan. Ach, mein letzter Sekunde auch noch. Ihr macht echt total. Ich bin platt. Kommt einmal mit zu mir aufs Sofa. Das macht gar nichts. Das machen wir gleich wieder dran. Das machen wir erstmal in die Hose. Genau, steckst in die Hose rein, das Mikrofon. Einmal, nehmt einmal Platz. Mann, aber ihr macht es aber auch spannend. Das ist ja wirklich unglaublich. Ja, wir werden schon. Ihr werdet schon, denn schon, genau. Wahnsinn. Das heißt, ihr kriegt 15 Sekunden oben drauf. Und das bedeutet für das Zeitkonto.
ihr seid jetzt bei 30 ja. Sekunden. Ja, super. Ja. Klasse, klasse, klasse. Sehr gut. Ja, da geht er. Für die nächste Aufgabe bleiben wir erstmal hier sitzen. Denn wir können uns erstmal einen Augenblick ausruhen und schauen uns zusammen eine Folge aus dem tierisch tollen Haus an. Das ist die Comedy bei Tabaluga TV. Allerdings würde ich euch bitten, wirklich ganz, ganz, ganz genau hinzusehen und genau auch auf die Details zu achten, denn Arktos stellt euch danach drei Fragen. Okay? Okay. Gut. Dann jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Tom geht nach Hollywood. Letzte Woche bekam Tom mitten in der Nacht einen sehr wichtigen Anruf. Was fällt Ihnen ein? Ah, so spät? Yes, Tom. Ja, genau, der Tom, richtig. Hollywood. Oh, ja, yes, natürlich, ja. Was? Eine Hauptrolle? Oh, ja, yes. I will be very pünktlich. Übermorgen. Ja, danke, tschüss. Ich gehe nach Hollywood. Ich gehe nach Hollywood. Ich werde reich und berühmt. Hey, Tabaluga. Ja? Kannst du mir einen Kamillentee machen, aber nicht zu stark? Ja, klar, verstehe. Du musst dich schonen. Ja. Wie sind die eigentlich auf dich gekommen? Oh, mein Talent ist viel zu groß. Ich werde bald einen Oscar bekommen. Ich fühle das. Und der Oscar goes to Tom. Tom, wie haben Sie das gemacht? Was ist Ihr Geheimnis, Tom? Wie ist es, der berühmteste Schauspieler der Welt zu sein? Warum sind Sie der coolste von allen? Hoffentlich fängst du dir nicht die Grippe ein, die gerade rumgeht. Grippe? Keime, Bakterien? Ja, sie haben es gerade im Radio gebracht. Du, eine Grippewelle geht um. Du musst aufpassen, damit du nicht krank wirst. Sonst kannst du nicht zum Casting. Keime, hey. Viren, wir müssen evakuieren, desinfizieren, schnell! Alles desinfizieren, Keime, Viren, Bakterien, alles desinfizieren. Keime, Viren, Bakterien, alles desinfizieren. Keime, Viren, Bakterien, alles desinfizieren. Die Grippegefahr war erstmal gebannt. Hollywood stand nun nichts mehr im Weg, sollte man meinen. Alright, die nächste bitte. Hallo Meister, oh. Wir fahren nach Hollywood. Hollywood? No, Hollywood. Zuerst machen wir ein paar Probeaufnahmen, okay? Alright, du bist verliebt in die Linda. Linda ist deine Sekretärin, okay? Hey. Das ist dein Text, John. Tom, ich heiße Tom. No. Du bist John, all right? Und du machst die Linda einen Heiratsantrag. John, alles klar, okay. Okay. No problem. Okay. All right. And action. Linda, schon am ersten Tag, als du durch die Tür gekommen bist, wusste ich, dass wir zusammengehören. John, ich wusste ja gar nicht, dass du so für mich empfindest. John? Ja? Stop out! Okay, all right. It was great, John, it was great. Okay, all right. Aber mach es doch die nächste Mal mit etwas mehr Gefühl, all right? Und mach es weniger nachdenklich, all right? Ah ja, sorry, okay, alles klar. All right. Yeah. Okay, John. Sag mal, und das hat Tom zum Desinfizieren benutzt? Ja. Warum fragst du? Oh, hier steht, bei unsachgemäßem Gebrauch kann es zu schwerem Juckreiz kommen. Ja, es kann dazu kommen. Es muss aber nicht. Mach dir keine Sorgen, Tom. Ist bestimmt okay. And action. Linda, schon am ersten Tag wusste ich, dass wir zusammengehören. John, ich hatte ja keine Ahnung, dass du so für mich empfindest. Aber er hat die ganze Flasche versprüht. Das war bestimmt nicht gut. Ach, und selbst wenn. Tom ist Profi genug, um so etwas locker zu überspielen. Jahrelang habe ich es mir selbst nicht eingestehen wollen. Oh. Ich kann jetzt auch nicht mehr schweigen. Ich
steht noch, in Einzelfällen kann es zu schweren Hautirritationen kommen. Aha, und was heißt das? Nix Gutes. Oh. Sag es mir, Liebster. Ich ahne, was dir auf dem Herzen brennt, aber ich muss die Worte von dir hören. Du wirst die Worte von mir hören, meine Einzige. Not to me, sag ich zu dir, Linda. Willst du mich heiraten? Nein! Was hat sie denn? Steht das im Drehbuch? Oh mein Gott! Tom geht nach Hollywood, Tom wird ein Filmstar. Tom geht nach Hollywood, Tom wird ein Filmstar. Hey, unser Hollywoodstar, ja! Wann fliegst du denn nach Amerika? Ich fliege nicht nach Amerika, ich fahre nach Wanne-Eickel. Hä? In Wanne-Eickel gibt es einen internationalen Flughafen? Ist da Zwischenlandung? Nein, Endstation mit dem Zug. Moment! Vorhin am Telefon hast du doch gesagt, dass du gleich morgen für eine Weile verreisen musst. Genau, nach Wanne-Eickel in die Hautklinik. Ja, ja, ja. Tja. Was kann man dazu noch sagen? Weißt du, Heike, ich finde es schade, dass wir beide nicht zu diesen Probeaufnahmen eingeladen wurden. Weißt du, wir beide in einer romantischen Szene, vor laufender Kamera. Ah, da hätte man sehen können, wie ein Schneemann dahin schmilzt. Könntest du ja jetzt, können wir bitte wieder zum Wesentlichen kommen? Es ist die Familie Strate aus Radolfzell. Ja, es ist schon gut. Schluss aus mit Süßholzraspeln. Also, genau. Ich stelle jetzt 3 Fragen zu der eben gezeigten Geschichte. Ihr dürft euch alle beraten. Pro richtige Antwort gibt's 5 Sekunden zu gewinnen. Habt ihr alle 3 richtig, könnt ihr sogar einen Quelix wegspielen. Und hier die Frage 1. Welche Farbe hat die Teetasse, die Tabaluga Tom bringt? Grün. 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 Gelb für Kompliment. Okay. Und? Ich auch. Würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, gut. Ja. Gelb. Ja. Ihr sagt gelb. Gelb. Wir schauen nach, ob es stimmt. Grün oder gelb? Sie ist gelb! Ja! Super! Ja! Oh, okay. Sehr gut. Frage Nummer 2. 5 Sekunden habt ihr. Frage 2. Wie viele Personen sind bei Toms Vorsprechen außer ihm im Studio, in diesem Filmstudio? Wie viele Personen außer Tom noch? Außer Tom? Linda, der Regisseur. Linda, der Regisseur. Da war aber noch, glaube ich, einer. Da war noch einer bei. Und Ruhe im ihr Publikum. Ihr könnt euch ruhig... Moment. Beraten, aber Jan entscheidet also, dann. Es war... Das war ein... Nee, da war noch einer. Das stimmt, der sitzt in dem Stuhl, an dem er sich hinterher gekratzt hat. Ich gebe euch jetzt noch 7 Sekunden. Ja, ne? Du warst nur 6. Also, es, der hatte keine... Ja. Ne? Also zum Jan, Tom. 3. Was sagst du? Zu Tom noch 3 Personen dazu. Gucken wir nach. Und ich sage gleich, das stimmt nicht. Es ist Linda, der Kameramann, der Regisseur und noch eine Regieassistentin. Es waren 4. So, damit ist der Quelix weg für diese Runde. Aber hey. Also er bleibt bei mir. Letzte Frage. In welchem Ort befindet sich die Hautklinik, die Tom am Ende besuchen muss? Genau. Wanne-Eickel, ja. Wanne-Eickel, wir gucken nach, ob das stimmt. Paris oder Wanne-Eickel oder Tom London? Tom geht nach Hollywood, Tom wird ein Filmstar. Hey, unser Hollywoodstar, ja! Wann fliegst du denn nach Amerika? Ich fliege nicht nach Amerika, ich fahre nach Wanne-Eickel. Ah. Super, 10 Sekunden bitte für euch. Das fängt der Richtige. Ja, super, Mist. Super. Yes, jawohl, klasse, sehr gut. Es ist gar nicht so, normalerweise, ne, wenn man Fernsehen guckt, muss man ja ganz ehrlich gestehen, man lehnt sich zurück, guckt ein bisschen Fernsehen. Ne? Ja. Und ja, habt ihr gerade wirklich anders Fernsehen geguckt? Ja klar, wenn man das vorher weiß, dann guckst du schon anders. Aber man achtet natürlich mehr auf den Inhalt. Ja. Also was die sich erzählen und wie die Zusammenhänge sind und was da gesagt wird. Ich meine, so eine blöde Sache wie mit der Teetasse. Ich hätte jetzt nie mehr die Farbe gemerkt. Aber ich weiß, dass er Kamillentee getrunken hat und Kamille ist gelb. Und deswegen habe ich gedacht, ich glaube, die Tasse war gelb. Okay. Es wird irgendwie schön passen. Ja, gar nicht so. Wahrscheinlich muss man sich so Eselsbrücken irgendwie bilden. Gemein wäre das gewesen, wahrscheinlich, wenn die jetzt lila gewesen wäre. Kamillentee in der lila Tasse, das ist schwieriger zu merken. Das hebt sich aber nicht genug ab. Also vor so einem dunklen Hintergrund wie dem armen Tom, der ist ja... Das ist alles schon genauestens durchdacht. Wir kommen zum nächsten Spiel. Ich gebe ab an Arktos.
Jo, also 10 Sekunden haben Sie draufgesackelt auf Ihr Zeitkonto. Und nun ist es Zeit für das Einschätzungsspiel der ganz besonderen Art, das böse Experiment. Ich werde jetzt eine Testperson aussuchen, die in den Überwachungsraum muss. Und das ist heute... Nehme ich den Reggie-Mann oder den... Nein, ich nehme Heike! Heike, unsere Testperson! Madame, da geht sie nun, der blonde Engel. Hopp, 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 hopp. Ja, sie wird von unseren reizenden Frostzeiter-Mitarbeitern nun hinausgeführt. So, und die anderen, die kommen jetzt mal zu mir her, samt Simone, und wir gucken mal gemeinsam, was jetzt so abgeht. Das ist aber hier so. Oh, schaut mal. Wir sehen, wie Heike aus dem Studio geführt wird. Und unsere Frostzeiter-Mitarbeiterin bringt sie nun in den Überwachungsraum. Okay. Und am besten da hinsetzen, gleich ganz, also hier auf der rechten Seite. Ja, okay. Ja, ich warte hier einfach. Genau, der Peter okay. Sagt dir Bescheid. Alles klar, danke dir. Ja, ihr hört schon, wir haben sie unter einen anderen Vorwand da reingebracht. Also ihr gesagt, sie soll ein bisschen warten, weil wir im Studio etwas vorbereiten. Aber es passiert jetzt etwas. Ich muss mich verstecken. Wir haben das Brot oder wie? Ich muss, vielleicht einfach ganz unauffällig. Aber nicht sagen, okay, schnell. So, ihr habt's gesehen, da kam ein Mann im Fischstäbchenkostüm herein. So. Wir lassen die Aufzeichnung hier mal weiterlaufen und zeigen euch dann den Rest. Doch jetzt kommt die Frage an euch, eure Einschätzungsfrage. Gleich wird in den Raum noch ein Koch reinkommen und das Fischstäbchen suchen. Er findet es aber nicht. Was wird Heike eurer Einschätzung nach tun? A. Sie wird furchtbar lachen. B. Sie bleibt ernst und verrät nichts. Oder C. Sie sagt dem Koch, da steht es. Ja, dann eher A. Ernst bleiben geht gar nicht. Ne? Ja. Was sagst du? Was macht deine Mama? Ich glaub's. Sie lacht. Ich glaube auch. Sie lacht. Ja? Das kann sie gut. Okay. Also ihr entscheidet euch fürs Lachen. Ja. Gut. Mal schauen, was Heike tut. Wir fahren die Aufzeichnung ab. Scusi, Signora. Ich habe gerade aufgemacht eine Packung von die leckeren Frostata-Fischstäbchen und gemerkt, dass eine fehlt. Haben Sie vielleicht gesehen, irgendwo eine Fischstäbchen hier? Nein, Fischstäbchen. Chen. Oh, Mama Mia! Nein, Mama Mia! Tja, Freunde, sie blieb ernst und sagte nichts. Hättet ihr das gedacht, Jan? Hättest du das gedacht eben? Nee, überhaupt nicht. Ja. Dass Heike ernst bleiben kann, wie hat sie das gemacht? Da habt ihr die Heike jetzt doch ganz schön unterschätzt. Ja, also und ist Heike schon auf dem Rückweg? Heike, komm rein zu uns. Bringt sie rein. Applaus für Heike. Tja, Heike, die haben daneben gelangt mit der Einschätzung. Ja. War nicht so. Aber du hast das Fischstäbchen gesagt. Ich verrate doch keinen Tiefkühlfisch. Also ich weiß. Der so riesig ist. Sie hat ein Herz für Fischstäbchen. Ja, Prostata-Fischstäbchen. Aber jetzt lachst du, ne? Ja. Jetzt lacht sie. Komm, lass uns einmal noch mal rüber zum Sofa gehen. Ja, Mensch, ich hätte das aber auch nicht gedacht. Also leider keine Sekunden draufgespielt und auch somit keinen Felix weggespielt. Aber hey, Jan, komm einfach mal zu mir. Ich setz mich jetzt mal hier. Ja. Wir blicken trotzdem jetzt erstmal auf das Zeitkonto, denn aktuell haben wir vor dem letzten Spiel 40 Sekunden, die ihr erspielt habt. Okay. Das ist super. Chance, noch mal 15 Sekunden. Spannend. 40 Sekunden drauf zu spielen. Sag mal, selbst du musstest eben lachen, oder? Als dieses komische Fischstäbchen da reinkam, Jan. Was hast du dir gedacht eben? Ja, was macht ein Fischstäbchen hier? Im Fernsehen. Dann noch so ein komischer Koch und deine Mama blieb total ernst. Das hätte ich jetzt eher nicht erwartet, aber. Ich auch nicht. Also ich habe definitiv damit gerechnet, dass sie lacht eigentlich immer. Als das du lachst, da bin ich von ausgegangen. Wunderbar. Eben hat ja auch gelacht, als das Fischstäbchen reinkam. Ja. Und nur beim Koch. Erste Mal ernst. Gut. Wahnsinn. Der war vielleicht irgendwie zu ernst für sie. Ich weiß es nicht. So, ich würde vorschlagen, wir kommen zum vorletzten Spiel. Jawohl! Ach, das letzte Spiel, es wird monströs. Applaus für die aktolonische Megakugel. Oh, ist das nicht ein Prachtteil?
Und damit kann man sage und schreibe 15 Sekunden nochmal für das Zeitkonto gewinnen und einen Quelix wegspielen. Der Haken an der Sache ist der, einer von euch muss jetzt mit dem Start in diese Kugel reinspringen und folgenden Parcours innerhalb von 90 Sekunden abrollen. Simone zeigt euch mal den Weg. Okay. Macht das mal bitte durch. Alles klar. Gut, also es geht hier raus aus dem Studio. Dann müsst ihr mit der Kugel hier rum. Quasi. So, und dann ganz raus durch das Elefantentor durch. Dann kommt das erste Hindernis. Und zwar ist das eine Wippe. Da müsst ihr dann drüber mit diesem riesen Ball. So, dann geht es hier durch diese zwei Tore durch. Da müsst ihr aber aufpassen, weil das kann wackeln und dann kann dieser Ball runterfallen. Maximal dürft ihr zwei Bälle runterwerfen. Dann geht es über diese Wippe wieder. Und dann aber mit Tempo wieder zurück ins Studio, okay? Da müsst ihr nochmal alles geben, volle Gas. Und dann haben wir hinten nochmal zwei Tore. Da dürft dann vielleicht einer oder am besten keiner runterfliegen. Und dann habt ihr es geschafft. Okay. Ja, und das ist nämlich der zweite Haken an der Sache. Fallen mehr als zwei Bälle von dem Pfosten runter, ist dieses Spiel verloren für euch. Alles klar? Okay. Jan, jetzt bist du dran. Entscheide dich. Wer soll in die Kugel und wer ist der Co-Pilot von draußen? Der Co-Pilot ist der Sven. Yo, Rasta Sven, Reggae Man. Ich bin auch Sven. Und jetzt bin ich gespannt, wer traut sich in diese Kugel rein? Das war ich. Sehr gut. Oh, der Junior. Also dann, junger Mann, zeig mal, was du drauf hast. Gut, ihr seid klar? Publikum, wir geben gemeinsam den monströsen Countdown. 3, 2, 1, go! Go, go, go! Komm, Jan! Mach ja. Publikum, ihr könnt ihn ruhig mit anfeiern! Super, Jan! Super! So, darüber! Gib Gas jetzt, gib Gas! Siehst du die? So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt, jetzt geht's raus. Es. Und er darf dabei nicht aus dem Loch fallen. Oh, er kommt rüber und er purzelt! Komm hier rüber! So, jetzt ganz langsam. Und fällt der erste Ball. Ja, ein Ball ist runter. Aber das macht nichts. Jetzt darf nur noch ein Ball fallen. Und er muss in der Zeit bleiben. Kommt über die Wippe. Mist. 45 Sekunden hat er noch. Jetzt gib alles, Jan. Oh Mann, der ist gut. Der ist ja richtig gut, der Mann. Gib alles. Sehr gut habt ihr das gemacht. Blicken wir auf den Zeitstand, ja, Aktos, genau. Geh du mal. Und das bedeutet, 15 Sekunden wandern auf die 40 drauf. Somit haben wir 55 Sekunden und ein Quelix ist auch weggespielt. Super habt ihr das gemacht. Hammer, echt. Boah. Jan, hast du wieder ein bisschen Atem? Ja. Wie war das? Ich finde das Ding ja total abgefahren und total cool. Wie war das eben? Ja, man muss aufpassen auf das Loch, sonst liegt man ganz schnell wieder draußen. Das kann ich mir vorstellen. Also war das schwer? Also muss man da schon ordentlich Kraft aufwenden? Ja. Okay. Muss man schon ziemlich viel Anlauf haben. Fein. Ich alleine bei mir, ich bin ja nur gelaufen. Das war schon schlecht. Das hat 55 Sekunden habt ihr jetzt insgesamt erspielt für das Finalspiel. Seid ihr zufrieden? Ja, oder? Ihr könnt auf jeden Fall zufrieden sein. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich finde, das ist auch nochmal ein Applaus wert für Familie Schade. Okay. Zeit ist ja gar nicht alles. Eben. Dann würde ich vorschlagen, cool down. Wir gehen rüber zum Aqua Superspiel, okay? Zum großen Finale. Jetzt geht's um 2500 Euro. Kommt mit. Jawohl, jawohl, jawohl. Familie Strate hat einen Quelix weggespielt. Vier bleiben nun fürs Finale übrig. Und der Zufallsgenerator zeigt uns, welche das sind. Wir hätten heute im Angebot
den Weg fatal, der Weg rückwärts, der Disco-Flacker, Supersmog und Schneeattacke. Ho, 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 das ist ein kompaktes Angebot. So, Jan, Heike, Sven und Klaus, jetzt ist es soweit. Kontrollzentrum, aktiviert das Arktos-Superspiel. Darum spielen wir jetzt. Es winken 2.500 Euro für die Familienkasse. Und wenn ihr es nicht schafft, ich hoffe es, landet das Geld in meinem Tresor und als kleinen Trost spendiere ich euch diesen Gutschein. Ein Eisdielenbesuch in eurem Heimatort in Höhe von 100 Euro. Ja, tolle Sache, nicht wahr? Ja, ein bisschen mehr Geld. Aber echt. Freude kommt auf. Eure Aufgabe. Merkt euch den richtigen Weg, der gleich aufleuchten wird. Einmal darf daneben getreten werden, dann muss eine zweite Person ran. Beim zweiten Fehltritt ist Ende der Fahnenstange. Diejenige Person, die auf dem Eisschollenfeld steht, muss letztendlich entscheiden, wie es weitergeht, wenn die anderen von draußen nicht mehr weiter wissen. Okay, Jan, du musst dich jetzt entscheiden. Wer geht als Erster, wer als Zweiter? Ich gehe als Erster. Ja. Und die Mama geht als Zweiter. Okay, ein junger Mann, ein Wort. Dann geht zum Start so, kommt und mit. Setzt die Schutzbrillen auf. Genau. Die braucht ihr heute. Eine für dich, eine für dich. Ihr beiden kommt auch, Sven und Klaus, einfach hier rüber am besten hier vorne hin. Drei Quelixe starte ich, sobald das Spiel beginnt. Weg sehen. Und der vierte kommt gleich zu Anfang. Kontrollzentrum, Aktivierung vom Weg fatal. Für euren Start und die Aktivierung der restlichen Quelixe. 3, 2, 1, go! Warte, stopp. Kann ich ruhig helfen, ne? Geradeaus. Einen weiter, geradeaus. Einen weiter. Raus, geradeaus. Links. Geradeaus. Ihr schafft es. Konzentriert euch weiter. Lasst euch nicht ablenken. Du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht. Du hast doch nur noch knapp 10 Sekunden. Tja, Leute, das war's für heute. Pupsbacken, aber ich komm wieder, keine Frage. Bleibt cool, sagt Arktos, eure Fernsehplage. So, wir feiern jetzt hier bis zum Abwecken. Ich bin meine Kohle los. Ja. Oh, hallo, war das irgendwie spannend, oder? Ja, weißt du, der hübsche Mutter, ich könnte dir. Schön, was halt. Ist okay, irgendwie. Ist halt doch ein netter Kerl.